53% der Deutschen machen sich Sorgen wegen der Politik des russischen Präsidenten Putin. Das ist viel, aber es ist gar nichts verglichen mit den 82% der Deutschen, die sich Sorgen machen wegen Donald Trump. Verkehrte Welt, oder haben die Bürger Deutschlands recht, wenn sie den alten Verbündeten heute mehr fürchten als den alten Feind im Kalten Krieg? Das Thema bei Sandra Maischberger. Trump oder Putin? Vor wem müssen wir mehr Angst haben? Unsere Gäste. Sarah Wagenknecht. Die Fraktionsvorsitzende der Linken hält den US-Präsidenten für gefährlicher als den russischen Staatschef. Trump ist außenpolitisch auf Krieg gepeilt. Der ARD-Korrespondent in Moskau, Udo Lilischkis, hat wenig Hoffnung auf eine Annäherung an Russland. Denn Wladimir Putin sei auf Konfrontationskurs zum Westen. Gabriele Krone-Schmalz, die Bestsellerautorin, warnt vor einem Rückfall in die Feindbilder des Kalten Krieges. Sie fordert ein Ende der Russland-Sanktionen. Der Europaparlamentarier Elmar Brok von der CDU widerspricht. Die Sanktionen sind weiterhin nötig, denn mit Moskau ist keine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich. Anja Kohl, die ARD-Börsenexpertin, befürchtet einen Handelskrieg mit den USA, wenn die Strafzölle von Donald Trump in Kraft treten. Und der britische Geheimdienstexperte Anthony Glees. Er hält den US-Präsidenten für weitaus ungefährlicher als Russlands Staatschef. Denn hinter Donald Trump steht immerhin noch ein Rechtsstaat. Hinter Putin steht seit Jahren nur die Mafia. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, diese Umfrage ist von der letzten Woche. Frau Wagenknecht, die Angst ist in Deutschland größer vor Trump als vor Putin. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil Trump natürlich viel irrationaler, viel erratischer, viel auch unvorhersehbarer agiert. Ich meine, Putin hat bisher noch keinem Land einen atomaren Erstschlag angedroht. Donald Trump hat das gegenüber Nordkorea gemacht. Putin hat sicherlich also in seiner Politik viele Dinge, die wir nicht gutheißen können. Aber es ist trotzdem so, dass man relativ klar weiß, was sind seine Schritte, was will er nicht. Bei Donald Trump weiß das eigentlich keiner so genau. Er hat im Dezember beschlossen, die Rüstungsausgaben um 100 Milliarden noch mal zu erhöhen. Er hat entschieden, dass man versucht, solche sogenannte Mini-Atomwaffen zu entwickeln. Und das Mini klingt so verharmlosend. Es geht schon darum, einen atomaren Krieg führbar zu machen. Und der soll natürlich in Europa stattfinden. Und das sind Dinge, die können einem oder die müssen einem Angst machen. Und deswegen sollte Europa wirklich gucken, dass es hier eine eigenständige Politik macht, dass es sich nicht einspannen lässt. Weder von der einen noch der anderen Seite, aber wirklich die eigenen Interessen berücksichtigt. Herr Brok kommt gewissermaßen aus Europa, vom Europäischen Parlament. Wen halten Sie für gefährlicher, Trump oder Putin? Der Beweis dafür, wer gefährlicher ist in Fragen von Krieg und Frieden, ist klar. Putin führt Krieg in Europa, in der Ukraine, und er führt Krieg in Syrien. Und wir müssen sehen, dass er auch mit seinen Politiken in der Nähe der baltischen Staaten und so weiter auch hier gefährlich ist. Also in Frage von Krieg und Frieden Putin. Aber in vielen anderen Fragen, wenn wir jetzt zur Handelspolitik kommen, die Tatsache, dass er die Sicherheitsarchitektur, die globale Sicherheitsarchitektur aufkündigt, in all diesen Fragen ist Trump ein Problem. Und das alles also da stimmen Sie, Frau Wagenknecht, zu? Punkt. Da stimmen Sie Frau Wagenknecht zu an dem Punkt? Natürlich habe ich Kritik an Trump. Aber wenn es darum geht, wer gefährlicher ist, im Sinne von Krieg und Frieden, ist es Putin. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass die USA trotzdem allen uns nach wie vor schützen. Ich bin froh, dass das Gegengewicht von den USA kommt. Ich weiß nicht, was Putin sonst in Europa anrichten würde, weil wir Europäer allein genommen immer noch zu schwach sind, uns allein wehren zu können. Mhm. Und aus diesem Grunde ist es, glaube ich, so, dass Trump, der viel Unsinn auch macht, aber immerhin auch noch gestoppt wird von einem Rechtsstaat. Das Check and Balances funktioniert dort. Der Kongress führt seine Rolle durch, obwohl die Mehrheit der Republikaner ist. Die Gerichte funktionieren. Das ist unabhängig. Das ist alles in Russland nicht gegeben. Hier ist eine One-Man-Show, der alle Macht hat, während Trump nicht alle Macht hat. Herr Lilischkis, Sie waren Korrespondent in den USA, bevor Sie nach Moskau gingen. Sie gucken sich das schon seit so vielen Jahrzehnten an. Wie erklären Sie sich das, dass in der deutschen Öffentlichkeit der alte Verbündete aus dem Kalten Krieg, also die USA, heute weniger Vertrauen genießt als der alte Feind? Nun, das liegt völlig klar an der Person Trump. Das ist ja ein
erratisches, schwer kalkulierbares Ungetüm jetzt, das hat ja die gesamte Weltbühne ein bisschen durcheinander gewirbelt. Zu Ihrer Fragestellung, ich finde die gar nicht so richtig gut, weil ich glaube, man muss vor beiden ähnlich viel Angst haben, aber am meisten Angst müssen wir vor uns selber haben. Vor der Unentschlossenheit der Europäer und der Deutschen. Ich glaube, bei Trump ist es sehr, sehr schwer abzuschätzen, was man da entgegensetzen kann. Das ist wirklich extrem erratisch. Bei Putin weiß man sehr genau, was er will und wie er reagiert. Er hat den großen Vorteil, man kann ihn einschätzen. Es geht da wirklich um viel Geld, vor allem seiner Umgebung, die ihn stützt. Es geht um Machterhalt und darum, wenn wir Europäer uns so zaghaft benehmen mit Sanktionen, zum Beispiel nach dem Donbass, dann ist das unser Problem. Mhm. Und wenn wir jetzt diskutieren, ob wir Nord Stream 2 bauen sollen, machen wir uns völlig unglaubwürdig, weil wir dann sagen, diese kleinen Sanktionchen, die wir da verhängt haben, Einreisesperren für einige Kriegsgrößen aus dem Donbass, das ist ja nichts, was Putin irgendwie einschüchtert oder beeindrucken würde. Wenn wir parallel dann sagen, aber den großen Deal Nord Stream 2, der dir das große Geld wieder reinspült, den lassen wir durchgehen. Also von daher glaube ich, wir müssen Angst haben vor uns selbst und unserer Zauderhaftigkeit. Und das ist nämlich unser größter Feind. Die Wirtschaft hat meistens nicht Angst vor sich selber, Frau Kohl. Aber wenn man die Fragestellung aus der Umfrage doch mal aufgreift, auf wen schauen die mit größerer Besorgnis in Deutschland, die deutsche Wirtschaft, auf den Westen oder den Osten? Ja, die USA ist ein sehr viel wichtigerer Handelspartner. Eine sehr viel größere Volkswirtschaft. Russland rangiert nicht mal unter den ersten 10 in Bezug auf Deutschland, was den Handel angeht. Aber ich finde die Politik von Donald Trump gar nicht so erratisch. Ich finde, da ist schon eine ganz schöne Stringenz dahinter. Denn letztendlich stellt er ja, und das verunsichert die Menschen draußen, die bisherigen Grundfesten der Wirtschafts- und Handelspolitik der letzten Jahrzehnte grundsätzlich in Frage und er kündigt sie zum Teil auf. Mhm. Also all das, was die letzten Jahrzehnte gegolten hat, Globalisierung, freier Welthandel etc., wird jetzt von Trump negiert. Und es hat eine große Stringenz, denn er versucht ja eine Politik des Spalte und Herrsche mittels Dekreten. Mhm. Das heißt, er versucht den Kongress auszuhebeln, wenn immer er es kann. Kann er nicht komplett, da ist auch eine gewisse Checks and Balances und Kontrolle noch da. Aber er negiert den freien Handel, die Globalisierung, was zu Wohlstand geführt hat. Deshalb sind die Leute draußen verunsichert. Und er kündigt es auf, redet von Abschottung, vollzieht sie auch zum Teil, von sehr gezielten Zöllen, weil er eine globale Importsteuer nicht durchgekriegt hat durch den Kongress. Er kündigt multilaterale Handelsverträge auf, setzt nur noch auf bilaterale Handelsverträge. Er fängt an, eine Währungspolitik zu verfolgen, wo die Politik auf einmal mitmischt und mitredet, von einem schwachen Dollar redet. Das heißt, er stellt Grundsätzliches in Frage und streicht auch Grundsätzliches weg, soweit er kann. Und das macht die Unsicherheit aus, Herr Glies. Und trotzdem sagen Sie, ziemlich radikal, Sie als Brite mit einem deutschen Vater, als Geheimdienstfachmann, sagen Sie, hinter Trump steht immerhin noch der Rechtsstaat, hinter Putin steht seit Jahren nur noch die Mafia. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Indem man sich anschaut, was Präsident Putin schon seit sehr langer Zeit in Europa gemacht hat. Und ich glaube, es ist richtig, das ist eine Zeit von Grundsatzfragen. Und als Brite und als Europäer, was mich sehr ängstlich macht, ist nicht nur, dass Putin seit langer Zeit die Europäische Union zerstört sehen möchte, aber dass Deutschland statt damit fertig zu werden, versucht immer noch in einer romantisch-idealistisch-pazifistischen Traum zu verbergen, was eigentlich vorgeht. Nun, wir haben in Großbritannien in den letzten Tagen die Kriminalität erlebt. Ich weiß, das werden wir später ansprechen. Ja. Aber die Mafia, das würde mich schon interessieren. Wie kommen Sie zu der Einschätzung, dass hinter Putin nur noch die Mafia steht? Es gibt einen Außenminister, ist das auch ein Teil der Mafia? Es gibt ein Kabinett, sind das alles Mafiosi? Wir in Großbritannien haben viel mit dem russischen Außenminister, Herr Lavrov, zu tun gehabt. Ja. Und er kommt uns, als ob er eine Puppe wäre. Mhm. Und was Putin mit seinem Sarkasmus gesagt hat, wird von Herrn Lavrov wiederholt. Und ich glaube, wir sehen da in Russland ein Schauspiel, wo die führenden Politiker versuchen, ein Bild von Russland aufrechtzuerhalten, das eigentlich verbergt, das, was hinter den Kulissen in Russland jetzt vorgeht. Und da sind Sie in Deutschland vielleicht noch gefährlicher gelagert, als wir in Großbritannien. Gefährdeter. Gibt es hier fundamentalen Widerspruch?
Frau Kronisch, ich überlege gerade, wo ich anfangen soll. Also wenn ich mir die Umfragezahlen betrachte, dann fällt ja zunächst mal auf, dass so viele Menschen mehr Putin vertrauen, obwohl die veröffentlichte Meinung und die politischen Statements in unserem Land ja diametral dagegen sind. Also in den Medien und Trump in der Politik. Ich glaube, das Wort Vertrauen ist da jetzt viel am Platz bei der Umfrage. Auch nicht gerade vielleicht ich auch mal den Gedanken zu Ende. Nur so. Ja. Dass also das, was die Bevölkerung sagt, was die Bevölkerung empfindet, nicht übereinstimmt mit dem, was in den Medien ist. Ist mir aufgefallen. Das muss ich ja nicht kommentieren und Sie erstmal auch nicht. Was mir hier in der Runde auffällt, ist, dass wir uns hier einer sehr unhistorischen Betrachtungsweise hingeben. Denn wenn wir Realität im Moment versuchen zu beurteilen, wie Putin sich verhält, dann wäre es sicher sinnvoll, wenn wir uns die letzten Jahre und Jahrzehnte mal insofern anschauen, was unser Teil an der jetzigen Situation, unser Anteil, der westliche Anteil an der jetzigen Situation ist. Und wenn zum Beispiel gesagt wird, Putins Interesse ist es, die EU zu zerstören, dann ist das allenfalls die halbe Wahrheit. Wenn sich allerdings Europa, die EU zum Bollwerk gegen Russland aufbaut, dann ist es klar, auch das muss man nicht kommentieren, dann ist es klar, dass es nicht im Interesse von Russland ist, dass es eine funktionsfähige EU gibt. Aber jetzt mal die Dinge auf die Füße gestellt. Es ist im Interesse der EU, Russland als Partner zu haben. Es ist im Interesse Russlands, die EU als Partner zu haben. Okay. Und wenn wir können Dinge kritisieren in der Ukraine, in Syrien, da ist es immer auch ganz gut, wenn man die Zusammenhänge mal darstellt und nicht nur so punktuell Schuldige versucht auszumachen. Wir sind durch diese Eskalation der letzten Jahre und Jahrzehnte in eine Situation geraten, die wirklich gefährlich ist. Und von daher scheint mir der wesentliche Punkt zu sein, darüber zu diskutieren, welche Optionen hat der Westen zu reagieren auf Politik und wie kommen wir aus dieser wirklich sehr verfahrenen und nicht ungefährlichen Lage heraus, auf zivilisierte Art und Weise. Das werden wir sicher tun. Wir machen ein paar Punkte bis dahin. Meine Beobachtung war nur die, ich habe das Gefühl, dass in den Medien in Deutschland sowohl Trump als auch Putin nicht besonders freundlich betrachtet werden, um es vorsichtig zu formulieren. Deswegen hatte ich das Gefühl, also da könnte man sich fast ein Gleichgewicht denken. Aber wir wollen tatsächlich gucken auf ein paar Bausteine, die auf diesen Konfliktfeldern liegen. Der eine kommt aus Großbritannien. Dort gab es vor ein paar Tagen einen Mordanschlag an einem ehemaligen Agenten. Die Briten sind sich sehr sicher, dass die Russen dahinter stecken. Der britische Außenminister sagt gar, es sei von Putin persönlich befohlen worden. 4. März, Salisbury im Süden Englands. Auf einer Parkbank werden der russische Ex-Agent Sergei Skripal und seine Tochter bewusstlos aufgefunden. Seitdem ringen sie in einer Klinik mit dem Tod. Der 66-jährige Skripal war zum britischen Geheimdienst MI6 übergelaufen, wurde nach seiner Enttarnung von einem Moskauer Militärgericht zu 13 Jahren Arbeitslager verurteilt. Seit seiner Begnadigung lebt er in England. Hier zufällig entstanden Aufnahmen kurz vor dem Anschlag. 7. März. Die britische Antiterroreinheit kommt zu dem Ergebnis, dass Skripal und seine Tochter mit einem Nervengift angegriffen worden seien. 12. März. Die britische Premierministerin Theresa May macht Russland verantwortlich für den Anschlag. Die Regierung kommt zu dem Schluss, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Russland für den Akt gegen Sergei und Julia Skripal verantwortlich ist. Bei dem Gift habe es sich um einen militärischen Kampfstoff aus russischer Produktion gehandelt. May fordert von Putin eine Erklärung. 13. März. Russland weist die Anschuldigungen zurück. Dies ist alles völliger Unsinn. Meine Sprecherin hat das etwas netter formuliert, aber wir haben damit absolut nichts zu tun. 15. März. Deutschland, Frankreich und die USA stellen sich hinter die britische Regierung, obwohl es bisher nur Indizien gibt, keine Beweise. Putin hatte schon 2010 Doppelagenten gedroht. Die Verräter werden krepieren, glaubt mir. Diese Leute haben ihre Freunde, ihre Waffenbrüder verraten. Was immer sie dafür erhalten haben, an diesen 30 Silbermünzen werden sie ersticken. Steckt Russland hinter dem Giftattentat von Salisbury? Herr Gliese, Sie sind Geheimdienstexperte. Ihr Außenminister ist sich absolut sicher, dass Putin dahinter steckt. Glauben Sie das auch?
was wir mit Sicherheit sagen können, ist das, was wir gesehen haben. Der Gift stammt aus Russland. Das ist ein Gift, was unter starkem Verschluss gehalten wird. Es ist kaum zu glauben, dass dieser Gift benutzt werden könnte, ohne die Genehmigung des russischen Staates oder der russischen Regierung. Aber Frau May hat gesagt, wir können nicht hundertprozentig sicher sein, ob das ein Befehl von Putin war oder vielleicht von jemand anders als einem Mittelagent. Unser Außenminister dagegen hat gesagt, mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit stand Putin dahinter. Und das ist unser Außenminister. Und wenn er das sagt, dann muss man annehmen, dass er Beweise dafür, Geheimbeweise, um das sagen zu können. Das würde ihm kein verzeihen können, wenn er das nicht richtig ausgebrochen hat. Ist es möglich? Ja. Warum dies geschehen wird? Das ist komplizierter. Aber erst einmal, das Interessante ist, dass auch Boris Johnson sagt, die Untersuchung wird Monate dauern. Ja. Also wenn das Ergebnis noch nicht da ist und gleichzeitig der Beschuldigte, also Putin, sagt, wir haben damit nichts zu tun, wir haben diese chemische Waffe gar nicht mehr bei uns, wieso wird dann eine Schlussfolgerung schon jetzt gezogen? Die Frage ist gut und berechtigt, aber so wie wir das in Großbritannien sehen, würde Boris Johnson das nicht gesagt haben, wenn er den Beweis dafür nicht hätte. Und der Beweis dafür kann zum Beispiel ein Signal gewesen sein, ein elektronisches Signal aus Salisbury oder aus London an den Kreml. Die Tat ist geschehen. Aha. Es gibt etwas, was wir nicht wissen. Also Entschuldigen Sie, aber ich meine, das haben wir natürlich auch bei anderen Sachen. Also ich erinnere mich noch, wie damals Außenminister und Geheimdienstexperten uns bestätigt haben, es gibt hundertprozentig Massenvernichtungswaffen im Irak. Da ist also ein Krieg damit begründet worden, der den ganzen Nahen Osten destabilisiert hat. Und insoweit gibt es hier einfach auch eklatante Widersprüche. Hier ist es ganz anders. In Irak hat man versucht herauszufinden, ob diese Gifte, die Massenvernichtungsgifte, die Saddam schon gebraucht hat, ob er die immer noch hatte. Das war die Frage. Ja, aber In Salisbury liegt der Beweis dafür da, dass mit Nervengift gearbeitet wurde, aus russischer Herkunft. Aber was wäre denn eine andere denkbare Alternative? Weil die Franzosen, die Deutschen und die USA haben sich ja der britischen Sicht angeschlossen. Wer, wenn nicht der Staat, der dieses Gift ja mal hergestellt hat, was keiner bestreitet, könnte denn dafür verantwortlich sein? Ja, das ist ja noch mal ein anderer Punkt. Und bevor ich mich jetzt weiter auch an Spekulationen beteilige, was ich eigentlich nicht mache, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein solcher Giftstoff festgestellt wird in einem Land, das Mitglied ist in der OPCW, also in der Organisation zur Abschaffung der chemischen Waffen, heißt ein bisschen anders, Verbot chemischer Waffen, dann wäre aus meiner Sicht das ganz Normale, dass man sofort diese Organisation einschaltet und sagt, dann ist diese Organisation am Zug, da gibt es Regeln, da hat derjenige, der beschuldigt wird, auch eine gewisse Frist, wie er sich äußern kann. Er hat auch bestimmte Rechte, dass er auch dieses Material analysieren kann, um das abzukürzen. Das ist nicht passiert, sondern mit Verspätung passiert. Und davor ist etwas passiert, was politisch von großer Tragweite war, nämlich, dass sich Frau May hingestellt hat und also sehr, sehr deutlich gesagt hat, es spricht alles dafür, und sofort ein Ultimatum gestellt hat, innerhalb von 24 Stunden sollten sich die Russen melden und dazu was erklären. Also das in einer Situation, in der wir sind, sich nicht an das Verfahren zu halten, zu dem man sich ja auch mal bekannt hat. Nein, mit Verspätung. Natürlich. Erster Minister, Herr Bruck? Vielleicht ist es völlig unmöglich, dass
das zweite Mal in Großbritannien die Russen mit schwer giftigen Mitteln Leute umgebracht. Das sind 500 Leute wahrscheinlich angesteckt. Die Deutschen müssen verstehen, das hätte auch Deutschland gewesen sein. Und wenn sie ihr eigenes Land nicht mehr verteidigen wollen, haben sie geben sie auch nicht sein. Kann man auch mal was sagen? Moment, es ist ein absolutes Verbrechen. Ein Verbrechen aus Russland. Sie müssen einen Namen nennen. Bitte, nennen Sie es doch bei Frau Maischberger, einen Satz. Sie haben beide zwei Sätze. Darf ich Herrn Bruck anschalten, weil der ist auch nicht. Das ist ja wirklich erstaunlich. Vielleicht können Sie uns da helfen. Also was Frau Krone-Schmalz sagt, ist, da sind die Regeln missachtet worden. Man hat sozusagen ersten Schuldigen gefunden und dann hat man die Organisation eingeschaltet. Also wenn man erstens sind hier Menschen fast vergiftet worden. Wir wissen noch nicht, ob sie überleben. Ja, richtig. Wir wissen, dass dieses Gift aus Russland kommt, dass es russisches Gift ist. Das wissen wir nicht. Doch. Nein, das wissen wir nicht. Jetzt ist Herr Bruck. Darf ich mal zwei Sätze sagen, meine Frau? Zwei Sätze. Einmal. Und dass wir sehen müssen, dass dies aller Wahrscheinlichkeit oder das Gift daherkommt. Frau May hat gesagt, mit aller Wahrscheinlichkeit. Die Einschränkung hat sie gemacht. Und auch Johnson hat sich eine Lücke offen gelassen. Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist es Putin gewesen. Wir haben nicht, dass es so ist. Und diese Organisation untersucht dieses Gift. Aber wenn jemand vergiftet wird, dann sagt man doch erstmal was. Der ist vergiftet worden und der Verdacht geht dahin. Das macht jede Polizeibehörde. Und dann sagt man, man lässt das noch tiefer untersuchen, um das zu untermauern. Mhm. Und jetzt bitte nicht, ist ja auf der Krim sind ja nur grüne Männchen gewesen und nicht russische Soldaten. Stopp, bevor Sie auf die Krim gehen, wir bleiben jetzt erstmal bei dem Gift, das ist wichtig. Die mangelnde Glaubwürdigkeit dieses ständigen Äußern Russlands beweist es mir doch. Okay. Das ist eine Methode, die die Glaubwürdigkeit stärker macht. Herr Lischke, wir haben ja auch Herrn Putin eingespielt. Das war eine Fernsehrunde 2010. Er wurde damals gefragt, gibt es denn noch die Eliminierung eben auch von Verrätern? Und er sagte zuerst einmal, nein, das machen wir natürlich nicht mehr so, wie sind in Sowjetzeiten. Und dann sagt er diesen Satz, den wir gezeigt haben, aber doch, natürlich, die Verräter werden ins Gras beißen. Er hat einen neuen Satz gesagt vor einer Woche. Es gab zwei große Filme über Putin, die durften vor der Wahl nicht gezeigt werden, wurden aber dann geleakt und tauchten überall auf, im Internet natürlich, wo er gefragt wird, können Sie gut verzeihen? Wo er antwortet, grundsätzlich ja, aber es gibt eine Ausnahme, Verrätern verzeihe ich nicht. Und im Fernsehen, also im staatlich finanzierten Fernsehen, sagt der Moderator dann sehr ausgiebig, klar, gerechte Strafe, die mussten bestraft werden. Ganz kurz, das ist ein wichtiger Punkt. An Ihren Dementis müsst ihr sie messen. Es gibt inzwischen zu Novichok, glaube ich, sechs Versionen aus Moskau. Maria Sacharowa, die Außenamtssprecherin, hat sich in zwei langen Talkshows extrem lange geäußert. Es gab keinen Novichok. Es war nicht Novichok. Es war es, aber wenn dann aus Usbekistan, da haben es die Amerikaner abgreifen können. Es gab einige Skripal hat es selber reinbringen wollen nach Großbritannien. Wenn ein Staat, der seine Medien noch wirklich 100% kontrolliert und ihnen die Richtung vorgibt, noch nicht mal sich auf eine Version einigen kann, sondern gleich fünf bringt, oder bei MA17 waren es sieben Versionen, absurde, die teilweise sich selbst widersprachen, das kratzt an der Glaubwürdigkeit. Ein Strafverteidiger, der so versucht, seinen Mandanten rauszuhauen, würde vom Richter gebeten werden, denkt mal über eine kongruente Version nach und kommt dann zurück in den Gerichtssaal. Und das ist doch Schlussfolgerung habe ich noch nicht gehört und die finde ich jetzt auch interessant. Also halten Sie es für erstens möglich, dass es eben ein russischer Anschlag ist? Glauben Sie, es ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit? Und wie kann man sich vorstellen, dass so etwas passiert, ohne dass Putin es weiß? Das kann man sich schon mal gar nicht vorstellen. Also wenn es aus Russland kam, dann natürlich mit dem Segen des Präsidenten. Wir geben jetzt diesen Richtlass zu dem Mord an Litvinenko. 2006. 200 Seiten. Das ist so akribisch nachgewiesen worden. Und einer der beiden Mörder, Herr Lugovoy, bekam danach einen Orden und sitzt heute in der russischen Duma, damit er Immunität genießt. Entschuldigung, den Orden hat Putin verliehen. Ja? Und im Fall Polonium, Litvinenko, war es nur wirklich zweifelsfrei. Das war ja dank dieses tollen Stoffes, konnte man ja nun haarscharf nachvollziehen, wer ihn wo hingebracht hatte. Verstehen Sie? Also es gibt 14 weitere Morde, da wird Herr Ries deutlich mehr wissen, die jetzt wieder ausgegraben werden. Einer war ein Kronzeuge, der am kommenden Tag in einer Affäre aussagen sollte. Der verstarb dummerweise dann mit Hilfe dieses Krauts Gelsenium. Das sorgt für Herzinfarkt, sehr zuverlässig. Pardon.
Natürlich ist theoretisch denkbar, dass in den wilden 90ern irgendein böser Mensch eine kleine Probe dieses Stoffes in die Tasche steckte, wegbrachte und jetzt einsetzte. Aber es ist natürlich eine reichlich absurde und wenig wahrscheinliche Version. Frau Wagenknecht. Also ich finde, das ist ein furchtbares Verbrechen. Und das muss seriös aufgeklärt werden. Und ich glaube, hier sitzt niemand in der Runde, der generell behauptet, es ist ausgeschlossen, dass der russische Geheimdienst das war. Nein, natürlich ist der russische Geheimdienst, so wie übrigens aber auch andere Geheimdienste, einer, der durchaus auch politische Morde, denen man sie zutrauen muss. Trotzdem gibt es natürlich eklatante Widersprüche. Also das eine ist, ja, die machen auch, die bringen auch Menschen um, wenn es nötig für sie ist oder wenn sie das in ihrem politischen Kalkül für sinnvoll halten. Aber ich würde sagen, sie können es so, dass sie nicht ihre Visitenkarte dort hinterlassen. In dem Fall ist die Visitenkarte hinterlassen worden. Das zweite ist, es erschließt sich mir nicht, wo das Interesse sein soll. Also es ist widersprüchlich, warum sollte Putin eine Woche vor seiner Wahl im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft, wo er nun wirklich überhaupt kein Interesse hat, jetzt einen solchen Mord befehlen? Aber der Mann hat seit Jahren in Großbritannien gelebt. Interessante Frage. War er sozusagen in Russland in Haft? Ja. Also wenn man das hätte machen wollen, hätte man das zigmal machen können. Wollen wir das ich sehe eher bei Frau May die Interessen. Und deswegen einen Satz bei nur Frau noch May zu hat Ihnen. Das Interesse? Ja, natürlich, weil die mit dem Rücken in der Wand steht. Aber einen Satz noch zu Ihnen. Einen Satz noch zu Ihnen. Sie haben ja auch gesagt, es muss aufgeklärt werden. Es sei nur wahrscheinlich. Solange es wahrscheinlich ist, finde ich, und nicht belegt, finde ich eben Forderungen, weitere Sanktionen, weitere Aufrüstung, neue Eiszeit, völlig deplatziert. Also wegen dessen ist keine Aufrüstung gefordert. Ein Schnauzberg, natürlich. Die Sanktionen kommen gleich, Herr Lewitschkis. Sie wollten das Motiv erklären. Ja, ich kann es Ihnen sagen. Ella Pamphilova, die Leiterin der Zentralen Wahlkommission, hat sich ausdrücklich ironisch bedankt bei den Briten für diese Wahlkampfhilfe. Diese Zuspitzung des Konflikts hat Putin absolut eine höhere Wahlbeteiligung gebracht, sagen fast alle Kommentatoren im russischen Fernsehen. Es ist völlig klar, weil es genau sein Narrativ, das ist seine Story, sein Narrativ. Mhm. Er braucht den Konflikt mit dem Westen, weil er der tapfere Präsident ist, der sich dem Westen, dann dem aggressiven Westen entgegenstellt. Das ist seine Hauptstory. Damit punktet er. Darum ist er so populär. Braucht denn aber auch, natürlich, Herr Glies, dann Frau May diese Geschichte, weil sie, wie Frau Wagenknecht sagt, mit dem Rücken an der Wand steht? Also nein, ziehen da zwei Staaten daraus ein? Nein. Ich glaube, es ist ziemlich gewiss, dass Herr Skripal, man versuchte, ihn umzubringen, dass seine Tochter auch dabei war, dass Polizist, 500 Bürger aus Salisbury wurden auch möglicherweise angegriffen. Das hat etwas damit zu tun, was Skripal in Salisbury nach 2010 gemacht hat. Was hat er denn getan? Das ist eine sehr gute Frage, denn Salisbury kann man auf der einen Seite als eine sehr schöne Kathedralenstadt sehen, wo man gern sich in den Ruhestand setzt. Aber auf der anderen Seite ist es das Zentrum unserer militärischen Wesens in Großbritannien. Und Porton Down, was unsere chemische Waffenangelegenheit war, nur 7 Kilometer von dem Haus, wo Skripal unter seinem eigenen Namen lebte. Also da sind noch Fragen zu klären, was Skripal in Salisbury das gemacht hat. Das müssen Sie klären. Und ich hätte ihn da England nicht ein. Aber das Große ist, dass jedes Land, jede Regierung das Pflicht hat, die Bürger die Sicherheit anzubieten. Und wenn die Russen Leute in Großbritannien umbringen, und es gibt schon 14 Fälle, wo Leute, wir glauben, von den Russen umgebracht worden sind, nur in Großbritannien, da muss die Regierung einschreiten. So. Und das ist für Deutschland sehr wichtig, in einer schwärmerischen das haben Sie schon mal Idealismus, sie versuchen, wegzulaufen nicht von das, was eine Regierung Wir machen ja heute das Gegenteil, Frau Krone-Schmalz. Und trotzdem, das hat Herr Brokat auch angefangen, natürlich mit den ganzen Dingen, die immer dazukommen. Also, die Annexion der Krim wird den Russen natürlich offensichtlich angelastet. Das bestreitet auch keiner, dass das nicht nach den Gesetzen der internationalen Gesetzgebung gemacht wurde. Aber es kommen diese Cyberattacken, über die gesprochen wird. Die Beeinflussung von Wahlen im Westen, die den Russen vorgeworfen wird.
diese 14 Tote der Briten, die sind empfindlich seit Litvinenko. Abschuss der niederländischen Verkehrsmaschine. So, es kommen immer viele Sachen immer dazu. Dasselbe. Haben Sie das Gefühl, das ist sozusagen immer dasselbe Spiel? Man wird sozusagen, Russland hält immer für etwas her, woran es nicht schuld ist? Nein, das ist im Grunde genommen, finde ich, die Diskussion, die wir hier führen, reichlich abenteuerlich. Es gibt, um am Anfang anzufangen, es gibt den Fakt, dass es sich in Salisbury um ein barbarisches Verbrechen handelt. Das ist ein Fakt. So. Es gibt den Fakt, dass sich die englische Regierung nicht an das vorgesehene Verfahren gehalten hat. Jetzt mal Ruhe, bitte, für meinen Gedanken. Das ist nett. Es gibt den Fakt, dass bis jetzt nichts bewiesen ist. Und es gibt den Fakt, dass wir als Bevölkerung durchaus auch schon in vielen Fällen mit Fakten, sogenannten Fakten, konfrontiert worden sind, die sich dann im Endeffekt als nicht wahr herausgestellt haben. Was ich wirklich sinnvoll und hilfreich fände, wenn Sie Putin nehmen und von seiner ersten Amtszeit ausgehen bis heute, und dann jetzt ja über Krim und über Ukraine und über Syrien reden, dann wäre es vielleicht mal sinnvoll, um aus dieser Situation rauszukommen und uns konstruktiv zu drehen, dann wäre es vielleicht mal sinnvoll, das Augenmerk darauf zu richten, was in der ersten Amtszeit Putins an Angeboten an den Westen gelaufen ist, was vom Westen ignoriert wurde. Ich will das jetzt gar nicht in allen Einzelheiten, das kann man nachlesen, das kann man sehen. Die Frage ist nur, kann er heute alles machen? Das wäre ja dann die Schlussfolgerung. Wollen Sie Zoff oder wollen Sie Gedanken austauschen? Ich wollte Gedanken austauschen. Gerne. Sie sagen ja immer, dass ich die falschen Fragen stelle und ich versuche dann meine Fragen dann zu untermauern. Aber es geht doch darum, wir sind doch in einer Situation, wer will das bestreiten, dass wir wirklich in einer Risikozeit leben. Ja. Dagegen waren die Zeiten des Kalten Krieges sehr, sehr verlässlich. Mhm. Brauchen wir wirklich wieder so eine Situation wie Kuba, um endlich umzudenken? Es nützt doch nichts. Sie brauchen mir nicht zu unterstellen, dass ich irgendwie Putin ständig verteidige. Nee. Ich versuche was ganz anderes. Ich versuche als Journalist meinen Job zu machen und Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären und auch mal Perspektivwechsel vorzunehmen. Nicht, weil ich die Perspektive teile, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass man andere Perspektiven kennen muss, ja, um richtige politische Entscheidungen zu treffen. Denn wer von falschen Voraussetzungen ausgeht, der trifft auch falsche Entscheidungen. Und den Satz noch. Wer in der Wirtschaft falsche Entscheidungen trifft, das kostet Geld. Mhm. Wer in der Politik falsche Entscheidungen trifft, da kostet es hin und wieder den Frieden. Und ich begreife nicht, dass wir hier in der Runde nicht darüber reden, wie wir eine Politik so machen können, dass wir von mir aus alles Mögliche verurteilen, was sich sonst wo in der Welt abspielt. Aber dass wir konstruktiv da rauskommen und überlegen, ob eine Entspannungspolitik, eine neue Entspannungspolitik der augenblicklichen Situation gerechter wird als diese Eskalationsspirale, an der wir kräftig weiterdrehen. Okay, Herr Lilischkes, Sie sind auch länger als Frau Krone-Schmalz tatsächlich Korrespondent in Moskau. Es gibt tatsächlich diese Haltung, die heißt, es gab einfach am Anfang einen Putin, der die Hand dem Westen ausgestreckt hat. Der Westen hat sie nicht genommen. Und nun sind wir in einer Situation, so übersetze ich das jetzt mal, wo wir uns in eine Spirale drehen, die nur noch auf Konfrontation geht. Ist das ein Blickwinkel, den wir jetzt, wenn wir darüber reden, was jetzt gerade in Salisbury passiert ist, nein, haben ich müssen? Halte das, ich kenne Ihre Bücher, ich kenne Ihre Meinung und fand sie schon von Anfang an sehr merkwürdig. Also dass eine Kränkung, eine quasi historische Kränkung Herrn Putin jetzt in die Schmollecke brachte und jetzt macht er, darf ich jetzt auch mal bitte, und dann macht er furchtbare Dinge, annektierte und okkupierte und schoss ab. Nein, das ist für mich schwer nachvollziehbar. Ich gebe Ihnen mal mein Gegenmodell, dann können Sie auch wieder, es ist völlig klar, Ilarionov, also einer seiner Wirtschaftsberater, sagte ganz klar, Putin hat 2006 spätestens beschlossen, er will diesen Kurs der Isolierung vom Westen, er braucht das äußere Feindbild, weil er merkt, er kriegt den eigenen Laden mit seiner Methodik, auch wenn es schwerfällt, kriegt er es nicht hin. Es ist wirklich ein kleptokratisches Tributsystem. Er hat die Industrie inzwischen von 35% auf 70% verstaatlicht. Sie ist völlig sklerotisch und ineffektiv. Die Leute leben schlechter. Als der Ölpreis abstürzte, war es vorbei mit dem Glück. Das ging alles wunderbar gut, als der liebe Gott ihm hohe Ölpreise besorgte. Davon zählt er heute ja noch. Er kam zur Macht und nach 3 Jahren hat das Ding sich versechsfacht. Jelzin hat mit $25 gearbeitet, Putin hatte irgendwann mal $147 pro Barrel.
Ja, der hat jetzt also ein sechsfaches Einkommen bekommen, konnte natürlich Wohltaten verteilen, das Volk liebte ihn dafür und so weiter. Aber irgendwann ist die strukturelle Krise natürlich deutlich geworden, 2012 spätestens. Und die muss natürlich passieren, wenn Sie einen Staat haben, der von einer kleinen Schicht loyaler Menschen um Sie herum, die ihre Macht absichern, ausgelutscht wird. Inzwischen ist die Hälfte des russischen Vermögens im Ausland. Schätzt, es gibt Zahlen, dass das Verbliebene entspricht dem Herausgeschafften. Ich kann auch Menschen zitieren, die nicht im Verdacht stehen, Russlandfeinde zu sein, wie den Zentralbankchef zum Beispiel. Ganz kurz, und dann, ja. Der sagte bei seiner letzten Abschlusspressekonferenz vor einigen Jahren, im letzten Jahr sind 50 Milliarden verschwunden, größtenteils illegal, durch eine kleine Gruppe gut vernetzter Menschen. Wenn man sie fassen wollte, wäre es ein leichtes. Das hat er am kommenden Tag nicht mehr wiederholen mögen, auf Nachfrage, man ahnt warum. Und im kommenden Jahr war dann die Kapitalflucht bei 70 Milliarden. Das heißt, für mich einfach in meiner ganz bescheidenen Logik, irgendjemand wollte diese paar Menschen nicht fassen. Und dann können Sie mir mal erklären, warum nicht. Kurzum, ein solches Wirtschaftsmodell kann nicht funktionieren. Und es geht in die Knie, sobald der Ölpreis, wie gerade erlebt, runtergeht. Und ja, darum braucht Putin ein Feindbild. Er braucht diesen inszenierten, dieses Bild der belagerten Festung Russland. Und er stellt sich dem Westen tapfer gegenüber und verteidigt die Menschen. Das klappt, dank dieser Propagandamaschine, die sich geschaffen hat, wundervoll. Aber das ist kein gutes Problem. Zwei fundamental unterschiedliche Sichtweisen auf den Moment. Frau Kohl, haben Sie was zu ergänzen? Ja, gerne dazu. Ich gerne dann also auf die Sanktionen gehen. Diese innenpolitische Argumentation erscheint ja sehr plausibel, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Putin kalkuliert hat, dass er nicht mit neuen Sanktionen rechnen muss. Großbritannien ist lahmgelegt, völlig orientierungslos, was den Brexit angeht, völlig mit sich beschäftigt und planlos. Von dieser Seite wird nichts kommen. Die EU hat keinerlei Interesse an neuen Sanktionen gegen Russland. Man muss dazu wissen, Russland ist Rohstoffland. 80% der Exporte sind Erdöl und Erdgas und 40% des Handelsvolumens insgesamt wird getätigt mit der Europäischen Union. Und auch die EU hat keinerlei Interesse, da nochmal Sanktionen obendrauf zu satteln. Und deswegen kann es sehr wohl sein, dass dieses Kalkül war, einen innenpolitischen Wahlsieg zu erringen und gleichzeitig zu wissen, die EU wird nicht mit neuen Sanktionen kommen und Großbritannien möchte nur, dass eines bleibt, das Geld im Land im Moment und dass man irgendwie ein Geschäftsmodell findet jenseits des Brexit im März 2019. Über die Sanktionen, das heißt sehr bald. Über die Sanktionen müssen wir reden. Sie sind gerade wegen des Ukraine-Konflikts verlängert worden von Seiten der EU, aber es gibt eben auch andere Ideen, wie man jetzt tatsächlich mit diesem Russland umgehen soll. Frau Kroneschmalz sagt, Hand ausstrecken. Andere Vorschläge gehen weit zurück in Methoden des Kalten Krieges. Die deutschen Sportler sollen den Olympischen Spielen 1980 in Moskau fernbleiben. Olympische Spiele können nicht isoliert vom Weltgeschehen betrachtet werden. Niemand kann sich dem Eindruck und den Auswirkungen des sowjetischen Vorgehens in Afghanistan entziehen. Auch die Sportler nicht. Fast 40 Jahre ist es her, dass ein sportliches Großereignis politisch so instrumentalisiert wurde. 1980 boykottierte die bundesdeutsche Olympiamannschaft die Moskauer Spiele, wie auch andere westliche Nationen. Droht auch 2018 ein solcher Boykott bei der Fußball-WM in Russland? Immerhin erwägt die britische Premierministerin, weder Regierungsmitglieder noch die Königsfamilie dorthin reisen zu lassen. Unser Gast Anthony Gleese geht sogar noch weiter. Sollte sich herausstellen, dass Russland hinter dem Giftanschlag steckt, solle die britische Nationalelf nicht an der WM teilnehmen. Viele Kritiker wollen weitergehende Sanktionen gegen Russland, zum Beispiel die Vermögen russischer Oligarchen in England, einfrieren. Ist das politisch klug oder droht die Lage zu eskalieren? Herr Gleese, vielleicht können wir das mit dem WM-Boykott relativ schnell machen. Boris Johnson, der Außenminister in Großbritannien, hat heute gesagt, er hat Angst, dass Putin diese Weltmeisterschaft so nutzt wie Hitler, die Olympischen Spiele 1936. Boris Johnson war noch nie um einen Nazi-Vergleich verlegen, könnte man sagen. Aber er will den Boykott nicht. Warum glauben Sie, das wäre trotzdem eine wirksame Maßnahme? Weil es eigentlich für mich eine Lebensfrage der Europäischen Union ist. Die Europäische Union ist gewachsen und gediehen, weil es das Gegenteil von dem war, was in der Sowjetunion geschehen war. Wenn wir jetzt nicht Nein zu Putin sagen, dann werden wir mit der Zeit
auseinandergelöst werden. Mhm. Man erhält den Frieden nicht damit, dass man zu allem Ja sagt. Das braucht man bestimmt nicht in Deutschland zu sagen. Dass man Nein sagt, das ist wichtig. Mhm. Und dass man das Nein in einer Form sagt, wo es auch von gewöhnlichen Leuten verstanden war. Und ich finde es wirklich schwer zu glauben, dass ich deutsche Stimmen höre, die sagen, ja, wir wollen doch mit ihm Fußball spielen. Auch wenn es diesen Attentatsversuch in Salisbury nicht gegeben hätte, dann wäre es immer noch so unrichtig gewesen, dass wir alle so täten, als ob das, was Putin in Russland gemacht hat, seit den letzten 15 Jahren uns egal war. Mhm. Wir sollen nicht Sport treiben mit Leuten, die mit Politik andere Staaten angreifen und mit chemischen Waffen in Europa, in Großbritannien herum. Aber für mich ist das unverständlich, dass deutsche Stimmen das sagen, ah ja, wir wollen den Frieden. Man muss manchmal Nein sagen. Herr Brok, wir sprechen vom Fußball. Ja, Herr Brok, Der frühe Manager vom FC Liverpool hat mal, gesagt, Fußball ist schlimmer als Krieg. Aber das hilft uns jetzt gerade nicht weiter, oder? Das hilft uns nicht weiter. Ich bin gegen den Fußballboykott. Ich war damals für den Olympiaboykott. Ich habe später mit den Olympioniken gesprochen. Das sind junge Leute, die bereiten sich 4 Jahre auf ein Event vor. Und deswegen interessiert mich Putin nicht, sondern die Leute sollen ihr Fußball spielen. Vielleicht sollte man später mal überlegen, dass man es nicht nach Russland gibt, nicht nach Katar gibt und solche Plätze und die Spiele vernünftiger verteilt. Russland ist eine autoritäres Regime, das auf dem Weg zur Diktatur ist, wo es keine Meinungsfreiheit nichts gibt. Und das ist der große Unterschied zu allem. Russland ist ökonomisch gescheitert. Im Gegensatz zu China hat es keine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung gemacht. Keinen Mittelstand gibt es da. Die sind inzwischen in der Wirtschaftskraft hinter Italien zurückgefallen. Das ist ganz schlimm, was da läuft. Herr Lelischkis hat das vorhin sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Er muss sich hinter Nationalismus verstecken, um noch wählbar zu sein. Und bei einem Attentat, Sie haben das ja selbst erzählt, ins Gras beißen, Geheimdienstler hindern Geheimdienstler an Verrat, indem sie so verhalten. Herr Brok, macht es die EU aber dann nicht schlimmer für die Menschen in Russland, wenn sie zu dieser wirtschaftlich so katastrophalen Lage Wirtschaftssanktionen dann verhängt, jetzt also verlängert Russland bis September? Die Europäische Union hat sehr gute Beziehungen mit Russland gehabt. Mhm. Ich konnte damals mit beziehen, in den 90er Jahren und danach. Wir haben einen Partnerschaftsvertrag gemacht, wir haben verhandelt über einen neuen Partnerschaftsvertrag, über einen Modernisierungsvertrag, um russische Wirtschaft aufzuhelfen. Das ist beendet worden, diese Verhandlung, als die Russland in die Ukraine einmarschiert. Und da haben wir beschlossen, auf die Verletzung der Helsinki-Abkommen und vieler anderen Abkommen, nämlich territoriale Integrität von Staaten und die Frage der Souveränität von Staaten, nicht mit Krieg zu antworten, sondern dem Aggressor zu zeigen, dass Krieg teuer ist. Und das waren die Sanktionen. Aber wen treffen Sie damit? Bitte? Treffen Sie damit Putin oder treffen Sie damit die Bevölkerung, der es ohnehin schon nicht das gut System. Geht? Das System. Ich meine, man sollte Diktaturen nicht aufpäppeln. Mhm. Und das müsste klar gemacht werden. Man sollte den Diktator noch heben, dass es seine großartige Leistung war. Wer Krieg macht, muss mitgeteilt bekommen, dass Krieg für ihn auf Dauer teuer ist. Sanktionen sind ja nicht der entscheidende Punkt für die Schwäche Russlands ökonomisch. Das ist das schlimme wirtschaftliche System, dass dort kein Wettbewerb stattfindet, dass dort es nur Kleptokraten gibt. Die Oligarchen, die ihr Land auspressen, wie vorher die kommunistischen Führer das gemacht haben. Wozu führen die Sanktionen? Das ist die wichtige Frage. Verändern und mehr Wettbewerbsfähigkeit führen Sanktionen? Was macht es Amerei um? Erstmal Ladies first, dann Herr Lilischke. Was Herr Brok gesagt hat, dass die EU ja gute Beziehungen hatte zu Russland, ist völlig richtig. Die sind aber nicht erst kaputt gegangen mit 2014, sondern die sind systematisch kaputt gegangen, seit wir in der EU es zugelassen haben, dass die neuen Mitglieder in der EU, Polen und die baltischen Staaten das Sagen in der Außenpolitik gegenüber Russland übernommen haben. Und jetzt will ich Ihnen eins sagen, was ich... Frau Kronischmann hat das Wort, gleich, aber reden wir weiter. Ich persönlich finde es sehr bedauerlich,
dass es nicht geschafft wurde, politisch die historisch begründeten Ängste von Polen und Balten genauso ernst zu nehmen wie die historisch begründeten Ängste der Russen, dass wir es da nicht geschafft haben, einen Ausgleich zu finden, dass wir es nicht geschafft haben, dass Moskau, was für die baltischen Staaten und für Polen immer noch ein Synonym ist für schlimmste sowjetische Zeiten, dass wir es nicht geschafft haben, eine Politik hinzukriegen, wo wir zusammenarbeiten. Doch. Wiederholen. Wir haben jetzt aber einfach mal, wir haben beide jetzt angeblicher Ängste. Sind, beide darf man nicht in ein anderes Land Nein, Sie haben beide in die Vergangenheit geblickt. Herr Bruckmann hat mich gewarnt, dass wir mit Ihnen nicht diskutieren. Und dafür wird dieses Land überfallen. Wo wollen Sie eigentlich hin? Was wollen Sie denn? Die Frage war aber, die würde ich auch gerne... Ich möchte, dass man eine Völkerrechtssetzung beendet und aus der Ukraine herausgeht. Ich möchte auch Frieden erhalten. Und ich möchte Lösungen finden, wie man aus der Ukraine herausgeht. Der Kriegsherr soll weggehen. Warum jetzt ist die wirkliche Frage, wie findet man die findet man denn die Lösung? Die Frage, die ich ja gestellt hatte, war, bringen uns Sanktionen in der Frage weiter? Herr Lilischke, ist jetzt Ihre Antwort. Ja, zwei Dinge. Ihre Frage, schaden wir denn nicht den normalen Russen mit unseren Sanktionen? Natürlich nicht, völliger Unfug. Die Gegensanktionen Putins schaden dem armen Russen, weil Putin beschloss, Lebensmittel zu sanktionieren. Die sind explodiert in den Preisen und die Rentner und die wirklich armen Menschen haben also Preissteigerungen von bis zu 40%. Die leiden darunter. Leider hat Putin nicht beschlossen, Mercedes oder BMW zu sanktionieren, weil damit fahren seine Freunde durch die Gegend. Das hätte er auch machen können. Ja? Also das fand ich schon recht zynisch. Aber entscheidend ist das Thema, was machen wir denn jetzt? Olympiaboykott ist genauso symbolisch, finde ich, wie das Ausweisen von 23 Diplomaten. Das sind zwar schöne Gesten, auch für die Bevölkerung, aber sie haben andere Möglichkeiten. Bei dem G7-Treffen haben die Außenminister angeregt, und der kanadische zum Beispiel, das Magnitsky-Gesetz zu verabschieden. Ihre Premierministerin hat auch gesagt, wir nähern uns dem Gedanken. Das sind Dinge, die wehtun. Das ist ein Gesetz, das würde erlauben, dann korrupte Offizielle, auch aus Russland, vor allem aus Russland, mit Vermögensblockaden zu belegen. Ja. Sie haben seit 3 Wochen vor Skripal trat in Kraft Ihr Unexplained Health Order, richtig? Ja. Das heißt, Sie können jetzt einen reichen Putin-Freund fragen, das Ding hat 130 Millionen gekostet, dein Einkommen ist offiziell aber gerade mal ein Tausendstel davon, woher kommt das Geld? Könnte er es nicht erklären, könnten Sie das Vermögen einfrieren. Das würde schlagartig, glauben viele russische Beobachter auch, enormste Wirkung zeigen, weil es ging an dieses 1% der reichen Russen, die im Übrigen 75% des Vermögens halten. Und das würde wehtun, das würde Wirkung zeigen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Briten über diese symbolische, wir boykottieren Olympia hinaus, auch mal ans eigene Geld gehen und sagen, das machen wir jetzt mal. Könnte ja wehtun. Ein bisschen aus mit den Menschen mit vielen Geld. Glauben Sie, das werden die Briten tun? Wenn das effektiv wäre, wenige sozusagen an ihrem Geld zu packen, statt eine große Sanktionslast dann aufs Land zu verteilen? Kann ich mir im Moment nicht vorstellen, weil in der Tat Großbritannien und Theresa May, die Regierung, mit dem Rücken an der Wand steht und es überhaupt kein Interesse daran hat, solche Maßnahmen zu erlassen. Aber ich möchte gerne noch mal was zur russischen Wirtschaft sagen, weil das ist schon wichtig. Die Sanktionen haben sehr wohl die Wirtschaft getroffen und auch die Menschen. Menschen mit weniger Einkommen können sich de facto Lebensmittel etc. nicht mehr leisten. Die Reichen haben ihr Geld aus dem Land geschafft, ganz viel nach Großbritannien, dort Immobilien ohne Ende gekauft. Und die Mittelschicht stagniert oder bröckelt nach unten ab. Das war die Gegensanktion. Seit 2014 ist die Wirtschaftsleistung um 40% zurückgegangen. Die Wirtschaft ist zum ersten Mal jetzt 2017 wieder gewachsen, aber absolut auf sehr viel niedrigem Niveau nach 2 Jahren Rezession. Und es ist in der Tat so, da kam der Energiepreisverfall obendrauf, weil Russland lebt von der Energie und vom Preis für Energie. Ja. Und die veraltete Wirtschaft kommt auch noch obendrauf, dass man wirklich angewiesen ist auf Kapitalzufuhr von außen etc. Aber um den Punkt noch zu machen, wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation als 2014, weil jetzt haben wir in den USA Herrn Trump. Und jetzt haben wir eine Welle von Protektionismus, die im Prinzip vonstatten geht. Und jetzt stellt sich die Frage von Sanktionen ganz anders als noch vor 4 Jahren. Nämlich? Global ist es so, dass im Prinzip eine Spirale in Gang gesetzt worden ist durch Herrn Trump, wo wir auf einmal von Abschottungen und von Zöllen reden und von Gegenmaßnahmen und von Androhungen, verbunden mit Forderungen etc., von
Aufkündigung von Handelsabkommen etc. etc. Und das ist eine grundsätzlich andere Weltkonstellation, als wir sie noch vor 4 Jahren hatten. Und deshalb wird es keine Sanktionen gegen Russland geben und auch keine neuen, weil sie keiner will. Weil die Front ist ganz woanders jetzt und die ist eher Richtung Westen. Ich habe es verstanden, Frau Wagenknecht. Was wäre denn die Alternative zu Sanktionen? Sie fordern ja immer, lasst uns die Sanktionen aufheben. Es gibt im politischen Berlin Menschen wie Wolfgang Kubicki von der FDP, der sich Ihnen anschließt. Was wäre denn die Alternative, um Einfluss zu nehmen auf... Also ich meine, wir haben ja jetzt eine gewisse Zeit diese Sanktionen gehabt. Und wir müssen ja irgendwie Bilanz ziehen. Haben die irgendwas gebracht? Haben die irgendetwas verbessert? Haben sie irgendein Problem gelöst? Und sei es auch nur in der Ukraine, dafür waren sie ja offiziell da. Und sie haben kein Problem gelöst. Und deswegen müssen wir doch einfach zu dem Schluss kommen, auf diese Art kommen wir ja gar nicht weiter. Also selbst wenn man das für sinnvoll hält, kommt man so nicht weiter. Wir haben auch gerade herausgearbeitet, die Sanktionen erschweren natürlich in Russland die Wirtschaftspolitik, wobei sie in bestimmten Bereichen sogar ermöglicht haben, dass dort eigene Industrien wieder entstanden sind oder in der Landwirtschaft zumindest eigenes wieder produziert wurde. Aber insgesamt trifft es vor allem die Menschen. Was ist die schaden auch uns, also sie schaden unserer Wirtschaft, gerade auch der deutschen Wirtschaft in sehr erheblichem Maße. So, deswegen finde ich, sollte ein neuer Anfang gemacht werden. Frau Krone-Schmalz hat vorhin den Begriff gebracht, neue Entspannungspolitik. Ich meine, wie war das damals, als Willy Brandt die neue Ostpolitik verkündete? Da war tatsächlich noch die Sowjetunion die Sowjetunion. Also ich meine, heute hat das mit dem Sowjetmodell nichts mehr zu tun. Das ist wirklich ein Oligarchenkapitalismus. Das ist nichts mehr mit dem damaligen Modell. Aber damals gab es zwei hochgerüstete Blöcke. Es gab eine extreme Kriegsgefahr. Mhm. Und Willy Brandt hat, und ich finde zu Recht, argumentiert, wir hier in Europa, wir können unseren Frieden, unsere Sicherheit nicht gegen Russland oder damals auch gegen die Sowjetunion sichern. Wir können es nur mit ihnen gemeinsam. Und deswegen müssen wir versuchen, in Form einer Zusammenarbeit, in Form eines Interessenausgleichs, hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und ich glaube, diese Grundeinschätzung, die gilt auch für heute. Wir als Europäer müssen ein Interesse daran haben, mit Russland stabile Beziehungen zu entwickeln. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles gut finden, was in Moskau entschieden wird. Also überhaupt nicht. Ich habe keine Sympathie für das russische System und für Oligarchenvermögen auch nicht. Also bin immer dafür, dass solche Vermögen, wenn sie Steuern hinterziehen, auch eingezogen werden. Aber das hat mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun. So. Letzten Punkt noch zu Herrn Brok möchte ich gerne sagen. Ich finde auch wirklich, diese Heuchelei, wie hier immer mit zweierlei Maß gemessen wird, die finde ich unerträglich. Ich verurteile Völkerrechtsbrüche. Grenzen zu verschieben ohne Einwilligung des Staates ist ein Völkerrechtsbruch. Das stimmt. Das ist in der Ukraine geschehen mit der Krim. Das ist vorher geschehen im Kosovo. Das ist vorher geschehen im Kosovo. Da haben die EU-Staaten nicht nur keine Sanktionen verhängt, die haben das halt anerkannt. Oder sie haben gesagt, er führt Krieg in Syrien. Ja, wer führt denn alles Krieg in Syrien? Also ich meine, der Syrienkrieg ist ein Ergebnis auch des Irakkriegs. Bevor sie die USA bomben dort, andere bomben dort. Also ich finde, das ist sie wiederholen seit 30 Jahren Kosovo. Nein, die Serben haben Kosovo ein Völkermord gemacht. In die und dieser Völkermord ist beendet worden. War dazu ein völliger und anderer Angelegenheit. Bitte hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Okay, aber wir wollen auch nicht über die Vergangenheit reden, sondern wir waren ja gerade bei der Frage, was machen wir in der Lage von heute? Ich möchte gerne eines ergänzen zu der Lage von heute, weil Sie gesagt haben, Wandel durch Annäherung in einer Zeit, in der beide Blöcke, wie es damals so hieß, hochgerüstet waren. Dies ist einfach nur als Ergänzung auch vielleicht für Sie zu Hause, wenn Sie es nicht mitbekommen haben. Diese Situation haben wir jetzt wieder. Es gibt Menschen, zum Beispiel wie den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der sagt, so gefährlich wie jetzt war die Situation auch militärisch lange nicht mehr. Und er sieht tatsächlich, dass es ein Misstrauen zwischen den Militärführungen in Moskau und Washington gibt, das abgrundtief ist. Atomares Wettrüsten, kalter Krieg. Was nach Geschichtsbuch klingt, ist aktueller denn je. US-Präsident Donald Trump schwärmt unmittelbar nach seinem Amtsantritt von Amerikas Zeiten als unbesiegbarer Militärmacht. Wir müssen wieder Kriege gewinnen. Als ich jünger war, in der Highschool, haben alle gesagt, hey, wir verlieren nie Kriege. Amerika hat nie verloren. Und jetzt gewinnen wir keine Kriege mehr. Trump erhöht umgehend den amerikanischen Wehretat. Vor wenigen Wochen dann der nächste Schritt. Das Pentagon veröffentlicht eine neue Nuklearstrategie. Neue Atomwaffen sollen entwickelt werden. Oberste Priorität die Abschreckung Russlands. Moskaus Antwort? Voller Stolz präsentiert Präsident Putin Anfang März gleich mehrere neue Waffensysteme, darunter atomgetriebene Raketen, die jeden Punkt der Erde erreichen könnten.
Wie gefährlich ist das neue Wettrüsten? Herr Glies, wie gefährlich ist das neue Wettrüsten? Es ist sehr gefährlich, aber gerade deswegen muss man die Kraft haben, zu Putin Nein sagen zu können. Und also kein Wandel durch Annäherung. Wenn wir über Willy Brandt sprechen, und das ist gut, dass wir das tun, darf man nicht vergessen, dass Willy Brandts Ostpolitik tief damit begründet worden war, dass die Bundesrepublik den westlichen Staatbündnis Mitglied war und zusammen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das war eine westliche Politik, nicht nur eine bundesdeutsche Politik. Ja. Ich habe vorgeschlagen, man soll Fußball, Sanktionen, Wirtschaft, der Durchschnittsmensch versteht wenig davon. Ja. Fußball, das wird verstanden. Sie sagen Nein dazu. Ich möchte aber eines zu Trump sagen. Trump hat zu dem Führer von Nordkorea Nein gesagt. Hat gesagt, jetzt Schluss mit dieser Raketensprache. Und was ist passiert? Sofort gab es ein Gespräch, wo Kim Jong-un sich bereit erklärte, mit seinen blöden Raketen aufzuhören und mit Trump zusammenzukommen. Das beweist, ich bin kein Befürworter von Donald Trump, aber es beweist eben, dass wenn mal im Leben man Nein sagt, man damit rechnen kann, dass die anderen sagen, ja, es war des Guten zu viel. Putin hat des Guten zu viel gemacht. Und deswegen müssen wir Nein sagen. Dann, Frau Krone-Schmalz, dann kommen Ihre Gespräche. Das sehe ich anders. Das nannte man früher NATO-Doppelbeschluss. Man drohte sozusagen mit vielen, vielen Raketen und hat aber gleichzeitig gesagt, wir reden mit euch. Also sind wir jetzt soweit? Ja, aber wie riskant ist es gewesen? Wir haben die Raketen aufgebaut und haben gesagt, wir bauen auch welche auf. Und reden gleichzeitig, genau. Erst kamen die russischen oder die sowjetischen Raketen. Aber also wäre das ein Weg heute? Ja, mit dem Reden, das wäre ja längst überfällig. Und so viele, die sich hinstellen und sagen, wir sind gesprächsbereit, wenn man es dann wirklich drauf abklopft, dann wird ja doch nicht geredet. Ich will nicht lange in der Vergangenheit rumrühren. Nur ein Satz. Vor der ganzen Ukraine-Geschichte, wenn man da mit Moskau geredet hätte, dann könnten wir uns den ganzen... Lieber Herr Brok, Sie haben ja damals auch gesagt, Moskau hat damit nichts zu tun. Das ist eine Sache zwischen Kiew und Brüssel. Also reden ist auch lieber, Herr Brok. Einer nach dem anderen, bitte. Einer nach dem anderen, Herr Brok, Sie können gleich antworten. Danke. Es ist wirklich, also Zwiegespräch wäre besser. Dann könnte man Punkt für Punkt abhaken. Machen Sie doch den was Punkt ich fertig. Denke, ja, ich mache den Punkt fertig. Einen Satz möchte ich dazu noch sagen, was ich empfinde, wie die Situation insgesamt ist heute. Eine Kombination aus Verdachtsberichterstattung, die wir machen, und ja, Kriegsrhetorik. Ja, wir müssen Nein sagen, Nein sagen. Ich finde es ganz wichtig und ich finde es auch falsch, wenn ich so dargestellt werde. Was habe ich mit den Verhältnissen innerhalb von Russland zu tun? Wie ich die beurteile, ist völlig egal. Ja? Sondern es geht mir darum, als Journalist Zusammenhänge darzustellen. Und es geht mir darum, als Journalist mit einer gewissen Erfahrung, auch aus dem Kalten Krieg, so alt bin ich nämlich, auf Dinge hinzuweisen, dass man eben nicht sagen muss, na, hättest du doch mal was gesagt oder wäret denn anfängen. Weil was jetzt nötig ist, denke ich, sind wirklich vertrauensbildende Maßnahmen. Sie haben schon wieder Luft geholt, lassen Sie mich einmal zu Ende reden. Sind vertrauensbildende Maßnahmen in dem Sinne, dass ja wirklich von westlicher Seite kein Vertrauen zu Russland ist, aber von Russland ja auch kein Vertrauen in die westliche Welt ist. Das heißt, wenn irgendjemand mit politischem Willen anfinge, zu sagen, jetzt lass uns mal zusammensetzen und unsere Interessen auf den Tisch legen und zu einem Interessenausgleich kommen, dann bin ich nicht sicher, ob die russische oder auch die westliche Seite das überhaupt ernst nehmen würde. Worauf ich hinaus will, wir katapultieren uns wirklich in eine Kriegsgefahr hinein, weil Menschen, doch diejenigen, die den Krieg erlebt haben, sterben langsam aus. Und ich habe den Eindruck, dass das Empfinden für die Zerbrechlichkeit von Frieden auch. Sonst würden einige politische Entscheidungen vielleicht doch etwas anders ausfallen. Sie bauen ihre Mythen so schnell auf, dass man nicht hinterherkommt. Herr Lilischkes, ich traue mich zwar nicht mehr ganz Luft zu holen, aber trotzdem würde ich gerne hören, was Sie nochmal, Sie bauen ihre Mythen so schnell auf, dass man kaum hinterherkommt. Assoziierungsabkommen. Wir haben ein Van Verheugen-Interview, der sagte ganz klar, er war im Kreml. Es gab kein Problem. Herr Janukowitsch himself, bitte, jetzt müssen Sie auch Luft anhalten. Herr Janukowitsch himself hat in seiner Region, im Osten der Ukraine, da wo jetzt Krieg ist, ja, hat er dafür geworben. Da gab es sogar eine gewisse Mehrheit. Das war alles prima. Bis irgendwann Herr Putin
den Schalter umlesen und sagte, nee, jetzt will ich es aber nicht mehr. Ich meine, was ist das denn für eine Logik? Nee, da muss ich wirklich was zu sagen. Es ging ja nicht um das EU-Assoziierungsabkommen. Aber wo haben wir denn, ich meine, Merkel spricht mit Putin um flächendeckend. Sie haben da lang gesprochen. Sie werfen vor den Europäern einen fehlenden Dialog. Ich beobachte die Kanzlerin. 2008 abgelehnt worden. Nein, lieber Herr Brok. 2008 in Bukarest abgelehnt worden. Durch Deutschland. Liebe Frau Maischberger, walten Sie Ihres Amt. Ich behalte meine Beamte. So, vielen Dank, Frau Gabriele Krone-Schmalz, Herr Brok. Ich bleibe trotzdem, ich beharre doch jetzt einfach mal auf dem Gedanken, dass ich die Gegenwart besprechen möchte. Und lesen zwar mit Sie der doch Frage. Das NATO-Dokument ist doch nicht zu fassen. Und zwar mit jeder. Ja, aber wenn Frage, Sie falsche Brok, historische nein, Dinge bringt, muss ich darauf antworten. Ich ehrlich das gesagt, wir haben, wir können, ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt anfangen, die historischen Fakten aufzuarbeiten, ist die Sendung sehr schnell vorbei. Sie haben beide, alle drei, beide unterschiedliche Sichtweisen. Das mit aber es gibt Papiere, ich möchte liebe Frau Manche gerne trotzdem, da steht es drin. Trotzdem fragen, Herr Brok, ob das der Moment ist, an dem man sagen muss, Wandel durch Annäherung, also vergessen wir, was bisher gewesen ist, sondern lassen Sie uns nach vorne schauen. Funktioniert das in einer Welt, in der auf der anderen Seite Donald Trump sitzt? Das wäre also, jetzt meine nächste Frage. 2014, als das in der Ukraine passierte mit der russischen Aggression, war ich zufälligerweise nach 25 Jahren an einem Fall der Mauer in Austin auf Einladung von Bush Vater. Ja. Und den habe ich da gefragt und das war eine kluge Bemerkung. Was sollen wir jetzt machen? Da hat er gesagt, erstens hart sein in der Frage der Aggression, zweitens selbst stark sein und drittens reden, reden, reden. Ein sehr kluger Rat. Und Wandel und Annäherung hat keine Abrüstung gebracht. Die Abrüstung war in den 80er Jahren. Das haben die kalten Krieger Reagan und Bush gemacht. Da hat es die weitestgehenden Abrüstungsverträge gegeben. Mhm. Nicht in den 70er Jahren. In den 70er Jahren hat man Helsinki hinbekommen. Abrüstung war 80er Jahre. Und zwar aus der Position heraus, dass man sich gegenseitig hingestellt hat und dann so klug war, miteinander zu reden, insbesondere Brezhnev und Reagan und dann Gorbatschow und Reagan. Und das war die Position von einer sicheren, stärkeren Haltung des Westens heraus. Damit haben Sie und deswegen jetzt eine darf man das nicht umdrehen, ja, und hier Geschichtsklitterei zu machen. Ich bin der Auffassung, sollen reden. Ich habe eine Einladung nach Moskau bekommen, in den nächsten Wochen und Monaten dahin zu fahren. Ich habe die Einladung angenommen, in meinem kleinen Level. Und ich finde, die Kommission fährt ständig hin. Der Juncker telefoniert ständig mit Putin, die Merkel. Zu herzig, zu warm. Ja, das so ist der Luxemburger, aber in der Sache gesprochen ist er schon deutlich. Aber wichtig und, ist mir jetzt ich glaube, das wird geredet. Mhm. Und ich finde es gut, was gestern offensichtlich passiert ist, nach dem Telefonat von Putin und Trump, dass die sich vereinbart haben, sich zu treffen. So. Ja. Das ist eine gute Nachricht. Absolut. Trotzdem wollen wir, und da greife ich das auf, was Frau Kohl gesagt hat, also wir reden vor einer anderen Oberfläche und wir reden vor einem Oberfläche eines anderen Verhältnisses, auch des Westens zu Putin. Nichts würde das besser symbolisieren als das, was gerade eben aus den Vereinigten Staaten über die EU kommt. Da ist die Drohung von Zöllen, die jetzt am Freitag in Kraft treten sollen. Erstmal Aluminium und Stahl. Noch wird es versucht zu verhindern. Aber die Frage ist, wie wird das uns betreffen und die Balance auseinanderbringen? Anfang März im Weißen Haus. Donald Trump macht ernst mit America First und zelebriert öffentlich einen neuen Erlass. Importzölle von bis zu 25% auf Stahl- und Aluminiumimporte, vor allem aus China und Europa. Die EU reagiert entsetzt und kündigt als Gegenmaßnahme Strafzölle auf amerikanische Produkte wie Whisky oder Motorräder an. Der US-Präsident schlägt zurück und droht der deutschen Autoindustrie. Schafft eure Einfuhrbarrieren und die Zölle ab. Und wenn ihr das nicht macht, dann werden wir Mercedes-Benz mit Zöllen belegen und auch BMW. Auch China ist alarmiert. Der chinesische Handelsminister warnt vor einem globalen Handelskrieg. Er wird China und die USA und die Welt nur in die Katastrophe stürzen. Welche Folgen hätte das für deutsche Unternehmen und für die Verbraucher? Frau Kohl, vielleicht können Sie uns da helfen. Welche Folgen, welche Auswirkungen auf, jetzt sage ich mal, die deutsche Wirtschaft, weil wir hier in Deutschland sind, hätte es, wenn jetzt tatsächlich diese Zölle am Freitag in Kraft treten? Erst einmal auf Aluminium und Stahl. Also die Frage ist ja, ob die EU noch in irgendeiner Form ausgenommen wird oder nicht. Wird heute da diskutiert, ist im Prinzip der Käse noch nicht gegessen, sage ich jetzt mal. Ja. Es ist so für Deutschland selbst, Deutschland wäre am meisten betroffen, aber die deutsche Aluminium- und Stahlindustrie exportiert nur 4,3%
ihre Waren dorthin, ihre Rohstoffe in die USA. Das heißt, direkt wäre man nicht so betroffen. Indirekt aber sehr wohl, weil dann zu befürchten wäre, dass der chinesische Stahl den deutschen und den europäischen Markt überschwemmt und im Prinzip Billigstahl aus China, der nicht mehr in die USA geht, dann bei uns ankommt. Und dann hätten natürlich die heimischen Industrien sehr wohl ein Problem. Ja. Aber die Frage, die mich eigentlich viel mehr umtreibt, ist... Darf ich Sie trotzdem noch fragen, wie würde uns das treffen, wenn jetzt die Zölle auf die Autoindustrie, auf die Autoexporte beschlossen würden, wenn Donald Trump sozusagen die zweite Stufe zündete? Ja, weit mehr. Aber er vollzieht ja die ganze Zeit eine Politik, die im Prinzip was androht und eine Gegenleistung erfordert. Also Kanada und Mexiko sind ja zum Beispiel schon mal ausgenommen von den Alu- und Stahlzöllen. Mhm. Bei der EU gibt es vielleicht noch ein Hintertürchen, wenn die Rüstungsausgaben erhöht würden, hat er im Prinzip ins Feld geführt. Der Kongress hat zum Beispiel diese generelle Importsteuer gestoppt und die kam dann nicht in der Steuerreformentwurf. Das heißt, die Frage ist, geht das noch raus oder nicht? Mhm. Aber was eigentlich wirklich interessant ist, weil wir es von den Rüstungsausgaben hatten, was passiert in Amerika? Warum Trump? Warum jetzt? Ja. Wir hatten 2008, 2009 eine Finanzkrise. Wir haben danach Notenbanken gehabt, die die Lage stabilisiert haben. Wir hatten einen Aufschwung danach XL wegen Nullzinspolitiken etc. Und auf einmal haben wir aber festgestellt, dass nicht alle diesen Weg mitgehen konnten. Das heißt, Spaltungen sind aufgetreten. Arm-Reich ist die eklatanteste. Mhm. Und auf einmal hat es Ergebnisse der Überraschung gegeben. Wahlergebnisse abseits der Mitte. Trump, Brexit. Und Trump vollzieht jetzt eine komplett andere Politik mit Rüstungsausgaben, die gesteigert werden etc. Warum? Weil ein Geschäftsmodell abhanden gekommen ist. Weil eine Wachstumspolitik am Auslaufen ist, weil ein Aufschwung zu versiegen droht. Ja. Womit kann man das forcieren, wieder anschieben? Mit Rüstung, mit Kriegen möglicherweise. Das ist eine Möglichkeit. Mit Zöllen, um die heimischen Wirtschaften zu stärken. Das ist die Politik, die er verfolgt. Und das ist hochinteressant, dass sie jetzt im Prinzip vonstatten geht. Ist das denn etwas, also Kanzlerin Merkel hat heute in ihrer Regierungserklärung gesagt, die Zölle auf Stahl und Aluminium halte ich für rechtswidrig und schädlich. Man wird das Gespräch suchen, aber notfalls unmissverständliche Gegenmaßnahmen ergreifen. Wir haben Erfahrungen mit Handelskriegen. Es gab zum Beispiel einen Handelskrieg, der mit Zöllen begann in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es gab danach einen Weltkrieg und vor allem aber auch eine weltweite Rezession. Genau, haben Sie das muss Gefühl, die Lehre dahin sein, kann das kommen? Weil das sind die Mechanismen, die sich im Moment jetzt wieder vollziehen. Und da könnte man die Lehre aus der Geschichte sehr wohl ziehen. Es ist ja nicht so, dass die EU keine Zölle hätten, auch auf US-Produkte. Oh ja. Zum Teil hochgradig, Bekleidung zum Beispiel, Pickup-Trucks etc. Und jetzt sind das Waren, die hier vom Volumen her nicht so eine große Rolle spielen, wie umgekehrt es mit den Autos wäre. Das muss man schon auch feststellen. Aber was ich eigentlich aber sagen will, ist, schon. Ja. Amerika ist wirklich nicht mehr so great. Und deshalb macht er diese Politik. Und das ist für uns gefährlich, potenziell. Clinton, Trump im Wahlkampf, beide haben davon gesprochen, 10 Millionen neue Jobs schaffen zu wollen. Warum eigentlich, wenn die Arbeitslosenquote unter 5% ist offiziell und eigentlich de facto Vollbeschäftigung herrscht? Warum gehen dann zwei Menschen in einen Wahlkampf und sagen, wir müssen 10 Millionen neue Jobs schaffen? Warum das? Mhm. Die Mitte Amerikas erfährt eine Deindustrialisierung. Die US-Infrastruktur ist völlig marode. 3.600 Milliarden Dollar müssten investiert werden, damit die wieder so einigermaßen okay ist, sagt der Verband der Bauingenieure. Ja. Schwarze Haushalte in Amerika bräuchten 288 Jahre, um aufs gleiche Einkommensniveau zu kommen wie weiße Haushalte. Das Sinnbild für das Ganze ist die Industrieikone Detroit, die im Prinzip im Niedergang betroffen ist. Und deshalb vollzieht Trump eine neue Politik. Und deshalb überhaupt ist Trump erst möglich geworden. Und jetzt haben wir alle Konsequenzen global. Und wenn wir das in der Eskalationsspirale vollziehen, Maßnahme gegen Gegenmaßnahme, dann ist wirklich die Gefahr, dass sich Geschichte wiederholt. Und wir haben es in den 30er Jahren gesehen, es war desaströs. Frau Wanknecht, Sie sind ja eigentlich keine Freundin des Freihandels. Begrüßen Sie also das, was Donald Trump da macht, dass er die Zölle erhebt? Hat nicht jedes Land, könnte man ja sagen, das Recht, sich zu wehren gegen das, was sozusagen an Unbill von außen kommt? Also ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Auf der einen Seite hat tatsächlich jedes Land, vor allen Dingen ärmere Länder, das Recht, ihre Industrien zu schützen. Also wir setzen ja zum Beispiel in Afrika Länder unter Druck, dass sie ihre Zölle absenken. Das ist für diese Länder eine Katastrophe, weil die gar keine wettbewerbsfähige Industrie und Landwirtschaft haben. Die gehen kaputt. Also insoweit würde ich schon sagen, es gibt sicherlich Gründe, warum Länder, gerade schwächere Länder, sich schützen müssen. So, die USA ist nur bedingt natürlich ein schwächeres Land. Die haben tatsächlich über Jahrzehnte ihre Industrie völlig vernachlässigt. Die haben ja hauptsächlich auf den Finanzsektor gesetzt und sind jetzt in vielen Bereichen tatsächlich auch nicht mehr wettbewerbsfähig. Und
Kammer. Das Problem ist, wir können uns darüber aufregen, wir können das schlecht finden. Es ist auch sicherlich in der Endkonsequenz auch für die deutsche Wirtschaft ein Problem. Aber Trump wird das machen. Trump wird das machen. Wenn er das wirklich will, dann wird er das machen. Und die Frage ist, was machen wir? Ganz alleine ist er nicht. Ja, aber die Frage ist, was machen wir? Und ich glaube, wir können, ja, ich bin ja auch dafür, dass man da hinfährt und mit ihm redet und vielleicht erreicht man was. Aber trotzdem haben wir Möglichkeiten, uns auch stärker unabhängig zu machen. Also wir haben ja in Deutschland seit vielen Jahren jetzt eine Entwicklung genommen, die uns immer stärker in Abhängigkeit vom Export bringt. Mhm. Und ich sag mal, wir hatten immer starke Exportbranchen, wir hatten die Hidden Champions, die haben wir auch heute noch, die exportieren, die müssen auch exportieren, weil sie brauchen einen globalen Markt. Aber was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist, dass wir durch gnadenloses Lohndumping, also Leiharbeit, Werkverträge, die Lohnkosten so gesenkt haben, dass Deutschland inzwischen Dinge exportiert, die eigentlich für ein Hochtechnologieland hochproblematisch sind. Also wir exportieren Fleisch, wir exportieren Nahrungsmittel. Und inzwischen sind wir wirklich ein Land, das auch durch Lohndumping sich extreme Exportüberschüsse erschleicht. Das heißt, Sie wollen sagen, wir sollten uns ändern, dann davon müssen wir uns verabschieden. Wir brauchen einen stärkeren Binnenmarkt. Deutschland ist ein großes Land mit 80 Millionen Menschen. Wenn die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, wenn die Löhne steigen, wenn die Renten steigen, dann haben wir auch hier auf dem Markt sehr viel mehr Nachfrage. Und das würde uns partiell unabhängig machen, nicht in allen Bereichen. Also die Automobilwirtschaft, natürlich wird nicht jeder sich jetzt drei Autos kaufen, wäre auch nicht sinnvoll. Aber insgesamt würden natürlich mehr Unternehmen davon leben können, dass sie hier für den Binnenmarkt Güter anbieten. Und das würde uns unabhängiger machen. Und auch in Europa, bei anderen Ländern, würde es Druck rausnehmen, weil die haben ja wirklich ein Problem. Die haben keine Zölle und keine Währungsabwertung. Zündelt Trump hier etwas an? Das war eigentlich die Frage, die Frau Maischberger. Ja, sicher zündelt er etwas an. Also sicherlich, ich bin doch kein Trump-Anhänger. Nein, aber die Frage ist, wie man darauf reagiert. Für sein Land. Und natürlich hat er vor allem die Rüstungsindustrie im Auge. Vielen Dank. Erst einmal, ist es richtig, Herr Glies, dass wenn man sieht, dass Trump ja auch verhandelt mit unterschiedlichen Ländern, er möchte ja eigentlich separate Deals. Damit bricht er die Gemeinschaft aus. Macht er etwas, was Sie eigentlich Putin vorwerfen, nämlich eine Spaltung ganz gezielt zu betreiben? Ja, eine Spaltung. Und deswegen muss man auch zu Trump Nein sagen können. Es wäre ein Albtraum, wenn es zum Handelskrieg kommen würde. Und wie vermeidet man den Handelskrieg? Ich würde sagen, man vermeidet den Handelskrieg genauso, wie man den richtigen Krieg vermeidet, indem man stark wird. Jetzt ist eine Sternstunde für die Europäische Union, stark zu sein. Aber Großbritannien geht raus. Ich weiß, es tut mir sehr leid. Sie sagen die Ich kann nur von meinem eigenen Land sagen, die Brexiters sagen, dass die Freihandel, die wollen Freihandel. Aber lassen wir Großbritannien auf eine Seite. Wir haben den Mist gemacht und wir müssen dann damit fertig machen. So, aber Sie in Deutschland, es ist mal endlich Zeit, dass Sie ein bisschen mehr die Führung übernehmen. Aber Sie verstehen die Problematik. Das ist das Einzige, was Trump von einem Handelskrieg abführen wird, wenn die Europäische Union ganz klipp und klar zu ihm sagt, nein, so, das davor kann Herr Bruck, hat er Angst. Das kann ja Herr Bruck machen. Sie sind die Europäische Union, sagen wir jetzt, sagen Sie nein. Nicht. Was, wie? Aber es zeigt sich, dass wir gut ist, dass wir zusammen sind. Trump kann nicht gegen ein einzelnes europäisches Land mit Maßnahmen vorgehen. Er hat automatisch alle Länder am Hals. So ist das ein wichtiger Grund für europäische Einigung, dass Handelsfragen europäisch sind, weil wir dadurch gleichwertig sind, stärker sind an den Handelsfragen als die Amerikaner. Ein gewichtiger Grund für die europäische Einheit. Ein Land, das sich abschottet, weil es keine Wettbewerbsfähigkeit in der Branche hat, macht diese Branche nach aller Erfahrung noch wettbewerbsunfähiger. Das wird sich bei Trump zeigen. Mhm. Und sie haben schon mal mit Stahl es versucht vor 2-3 Jahrzehnten. Da haben sie beim WTO verloren. Und das müssen wir sehen. Und wir drohen jetzt mit etwas, was symbolhaft ist. Das ist Harley-Davidson, weil da ein bestimmter Senator in Wisconsin sitzt. Mit Jack Daniels, weil da ein bestimmter Senator da ist. Die melden sich inzwischen. Jim Ryan ist von Wisconsin. Der möchte seine Harley-Davidson verkaufen und meldet sich schon sofort. Trump macht das nicht. Das ist eine andere Frage. Aber wir müssen sehen, wir Deutschen machen 45% unserer Wertschöpfung im Export. Natürlich muss die Binnennachfrage besser werden.
Aber die Löhne müssen immer im Einklang mit der Entwicklung der Produktivität sein, sonst geht es schief. Das ist sie in den letzten Jahren gewesen. Mit der Lohnsteigerung der letzten 2, 3 Jahre ist das so. Wir müssen einen weiteren Punkt sagen, wenn Trump das internationale Handelssystem zerstört und man seine Davos-Rede liest, wo er sagte, ich entscheide, was fairer Handel ist, dann ist das Ende des freien Welthandels. Und das ist eine schlichte Katastrophe für soziale Fragen, für Einkommen, für Arbeitsplätze und für die gesamte industrielle Welt und darüber hinaus auch für den anderen. Ich habe eine ganz kleine private Frage am Schluss zu Herrn Lilischky, weil Sie haben in beiden Ländern gewohnt. In Washington haben Sie gearbeitet und gewohnt in den USA. Jetzt sind Sie in Russland, seit sehr langer Zeit in Moskau, haben Familie da. Wo leben Sie eigentlich lieber? In Moskau, solange ich einen aktiven Gehalt habe als Rentner, wird es ein bisschen teuer wahrscheinlich. Es ist eine extrem teure Stadt, dort zu leben. Aber ganz kurz, klar, ich habe in beiden Ländern erlebt die Grundlage für das, was wir gerade beschreiben, nämlich die völlige Erosion des Mittelstandes. Als ich kam 2006, war die Tea Party schon dabei, sich warm zu laufen und hatte schon richtig Rückhalt. Das gleiche in Russland, was ich eben beschrieben habe, eine unfassbare Arm-Reich-Schere, kein Mittelstand. Und darum mache ich mir Sorgen, zurück zum Anfang auf Null, um Europa. Wenn wir nicht anfangen, das zu verstehen, dass wir jetzt mehrere Probleme parallel haben, eine digitale Revolution, immer weniger Jobs für Leute, die keine hohe Ausbildung haben und trotzdem nicht in Bildung investieren und so weiter, dann in der Tat müssen wir noch mehr Angst haben vor Trump und Putin. Wir müssen selber uns mal berappeln und ein paar Vakuum-Situationen selber auffüllen. Unser Job. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Das muss es sein, weil wir am Ende dieser Sendung sind. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie hier waren und meine Gäste waren. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Jetzt kommt Kirstin Gerhardt mit dem Nachtmagazin. Wir sehen uns wieder nach Ostern am 11. April. Schönen Abend für Sie.